Ja, hallo, mein Name ist Hanno Musler von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin hier seit 17 Jahren beschäftigt und berichte seit mehr als 10 Jahren über die Sparkassenfinanzgruppe. Ich sitze also sehr oft in Pressekonferenzen mit Sparkassenverbandspräsidenten und habe den Eindruck, dass ich an Grenzen der Berichterstattung stoße. Es werden Daten veröffentlicht, die nicht wirklich interessant sind. Es sind oft Durchschnittsdaten. Es wird nur das veröffentlicht, was Verbände gerne in der Zeitung lesen würden. Die Sparkassenverbände veröffentlichen einfach nicht die Daten, die uns als Journalisten so wirklich interessieren. Und deswegen haben wir uns bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entschlossen, einen neuen Weg zu gehen. Wir arbeiten jetzt mit dem gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv zusammen. Die haben einen ganz tollen Crowd-Newsroom eingeführt, in dem man Daten eingeben kann. Da sind auch schon ein paar vorhanden, aber noch nicht wirklich die, die uns interessieren. Wir können das nicht schaffen. Es gibt über 400 Sparkassen, aber gemeinsam können wir es schaffen, wenn jeder für seine Sparkasse dort die Daten eingibt, die uns interessieren. Wir wollen wissen, welcher Sparkassenvorstand in Deutschland verdient am meisten, welche Sparkasse hat wie viele faule Kredite und welche ist am gefährdetsten und könnte demnächst vielleicht umkippen, Hilfe benötigen vom Steuerzahler, von uns allen. Um das rauszufinden, brauchen wir Ihre Hilfe. Es wäre toll, wenn Sie mitmachen würden.